Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Heute im Studio Elaine Kochens und Nico Ruppenthal. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Nico Ruppenthal und neben mir sitzt meine reizende Kollegin. Ich heiße nicht nur Elaine, sondern auch euch. Herzlich willkommen zu GNT am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Wir haben heute folgende Themen für euch. Wie sieht es eigentlich mit dem Tierschutz an unserer Schule aus? Auch das Talente entdecken und fördern kommt bei uns nicht zu kurz. Einige unserer Schüler waren auf den Spuren der Juden. Wir haben sie begleitet. Außerdem, was ist eigentlich Rope Skipping? Das und vieles mehr heute bei GNT am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. GNT am Morgen. Einen schönen guten Morgen. Das Thema Tierschutz hat nicht an jeder Schule seinen Platz. Bei uns ist das anders. Meine Kollegin Annalena Bräunig hat sich das Thema Tierschutz mal genauer angesehen. Hallo, wir sind jetzt hier bei der Frau Greitner angekommen. Die Frau Greitner und ich leiten zusammen die Tierschutz AG und wir möchten euch heute ein bisschen zeigen, was wir so in der Tierschutz AG machen. Wir putzen auch zusammen die Pferde, um Vertrauen aufzubauen und die Bindung zu stärken zwischen Mensch und Pferd. Wir gehen auch zusammen spazieren mit den Pferden, um den Umgang mit den Pferden zu lernen. Auch machen wir zusammen Tierkunde, um zu lernen, was ein Tier braucht, wie es leben sollte, damit es einfach artgerecht behandelt werden kann. Wir sind hier jetzt auch mit zwei Tierschutzmitgliedern. Was findet ihr denn besonders gut in der Tierschutz AG? Ich finde gut, dass man mit den Tieren Kontakt hat und man direkt vor Ort ist. Ihr könnt uns bestimmt sagen, was für ein Projekt wir momentan machen. Wir spenden Futter für die rumänischen Hunde. Das waren unsere zwei Mitglieder. Links neben mir, das ist die Frau Greitner. Wir leiten zusammen die Tierschutz AG. Ich hätte jetzt noch eine Frage an Sie. Was möchten Sie denn mit der Tierschutz AG erreichen? Für mich ist es ganz wichtig, dass die Verbindung aufgebaut wird zwischen Mensch und Tier, weil ich glaube, in dieser heutigen Zeit vergisst man allzu oft, welche Bedürfnisse und welche Gefühle Tiere haben. Und ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Und nun verabschieden wir uns mit einem fröhlichen Lächeln und einem Küsschen. An unserer Schule haben wir nicht nur eine Band, nein, wir haben mehrere Projekte. Wie das Ganze vonstatten geht und vor allem, wie es sich anhört, das sehen Sie jetzt. Kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsteil der Sendung, dem Klatsch und Tratsch mit meiner reizenden Kollegin Schill. Hallo! Hi! Hast du schon mitbekommen, dass Achi neun... Gesundheit! Sehr witzig. Aha. Dass Achi einen neuen Song aufgenommen hat? Nein. Doch. Oh. Ja, wir hören mal kurz rein. Ja. Zum Antritt ansetzen, Achi und dann so sprinten. Go! Zum Antritt ansetzen, ja und dann so sprinten. Naja, ne? Dazu soll im Sommer ja auch ein Video rauskommen. Oh Gott, wie war in der Busteilsee oder was? Ich habe mitbekommen, dass unsere Schule jetzt eine rauchfreie Schule ist. Nee, seit wann das? Seit kurzem, aber von wegen. Die Schüler und nicht nur die Schüler verschwinden eh alle im Wald und rauchen weiter. Oh weia. Apropos, hast du mal die Frau Veit gesehen? Habe ich da gerade Frau Veit gehört? Ja. Also wenn ich mit 42 noch so aussehe wie die, dann rennen uns die jungen Burschen doch wohl auch hinterher.
gehen sie am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Was ist eigentlich Rope Skipping? Ihr fragt euch das zu Recht. Wir haben das bis heute Morgen auch noch nicht gewusst. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Ja. Unglaublich, oder? In dem Alter konnte ich noch nicht mal richtig lesen oder schreiben, geschweige denn geradeaus laufen. Aber man sieht ja, was aus mir geworden ist. Die Marien Mottrach wird uns das Ganze jetzt mal vorstellen. Sie ist ein bisschen nervös, aber das schaffst du schon. Und wir kommen zum nächsten Thema. Hallo, ich bin Marla und ich bin seit 2 Jahren in der AG Mediensrat. Wie viele seid ihr in der AG? Ungefähr 10. Und was macht ihr so in der AG? Wir machen im Moment, drehen wir einen Film zum Thema Mobbing und wir lernen dort auch mit Computern und bestimmten Programmen umzugehen. Ich war demnächst auch beim Trickfilm-Workshop dabei. Da haben wir zum Beispiel aus Fotos einen Film gemacht mit Lego. Und am Tag der Viertklässler haben wir auch noch was gemacht. Und was habt ihr am Tag der Viertklässler gemacht? Wir haben dann so eine Matheaufgabe gestellt und dazu mussten die einen Film drehen, um das zu lösen, wie weit ein Drache in wie viel Zeit fliegt. Ah, cool. Und was ist das Ziel der AG? Dass man gezielt mit Medien umgehen kann. Und helft ihr dabei auch anderen oder wie ist das? Ja, wir helfen dann anderen, zum Beispiel wenn sie Probleme mit dem Computer haben. Und da können die einfach auf uns zugehen dann und Gut. uns fragen. Danke. Gehen Sie am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Abusat Polrat, 17 Jahre, Mobbingopfer. In unserem Kurzfilm nur eine erfundene Person. Woanders aber traurige Realität. Ein kleiner Beitrag zu einem ganz großen Thema. Da, guck mal, der hat seit 5 Tagen dieselbe Hose an. Ja, das stinkt auch voll. Ja, erklärt dir einiges. Es riecht das bis hierhin. Vor allem nach dem Sport, das ist so eklig. Still, Nicole, es reicht. Nicole, setz dich nach vorne hier auf den blauen Stuhl. Neben den. Ja, richtig neben Abu. Ich setz mich ganz bestimmt nicht neben diese Stinkbombe. Ich glaub, ich höre nicht richtig. Jetzt aber ganz schnell nach vorne. Hol deinen Schal mit. Hier, Leo, dann stinkt's nicht so. Mein Name ist Janina Wolf, ich bin die Schoolworkerin hier an der Schule und ich werde in Zukunft 4-mal in der Woche während der Schulzeit hier vor Ort sein. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin zu Ihnen kommt und Sie um Ihre Hilfe bittet, wie genau gehen Sie damit um? Also ich würde natürlich zunächst dem Schüler zuhören und würde ihn dann fragen, ob er schon mal mit seinem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin darüber gesprochen hat. Und wenn der Schüler oder die Schülerin einverstanden ist, würde ich mich dann mit den Klassenlehrern in Verbindung setzen und mit denen darüber reden. Zu dem nächsten Thema fällt mir leider keine passende Überleitung ein, denn einige unserer Schüler waren auf den Spuren der Juden unterwegs. Das sehen wir jetzt. Wie ist diese AG zustande gekommen? Die AG wurde in der 5. Klasse gegründet mit Herrn Friedrich, da er sich mit Kindern in anderen Ländern beschäftigen wollte. Was hat der Name mit der AG zu tun? Den Namen haben wir bekommen, als wir zusammen mit dem Adolf-Bender-Zentrum die Verlegung der ersten Stolpersteine unserer Gemeinde begleitet haben. Was unternimmt man in der AG? Also im Moment haben wir gar keine AG mehr, da wir in der Oberstufe sind. Wir treffen uns anstatt der AG in einem Seminarfach und arbeiten dort an einem Wandertag durch Gonnesweiler. Was hat die AG schon bewirkt? Zusammen mit dem Adolf-Bender-Zentrum haben wir schon eine Stolpersteinverlegung durchgeführt und haben mit einigen Projekten auch schon in Berlin Preise gewonnen. Warum bist du in die AG gegangen? Weil mich die anderen Kulturen sehr interessiert haben und schon allgemeines Interesse am Nationalsozialismus bei uns vorhanden war. Und da unser Lehrer damals unser Geschichtslehrer war und er dann mit uns die AG gegründet hat.
Für mich ist die Inklusion von behinderten Menschen eine Herzensangelegenheit. Denn für mich sind alle Menschen gleich. Und um uns Schülerinnen und Schülern das Thema etwas näher zu bringen, haben sich die Schüler und Schülerinnen der AG Begegnungen etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wie fandest du den Blindenparcours? Ich fand es interessant, mal zu sehen, wie Blinde alltäglich gehen. Und was war das Schwerste daran? Das Brotschmieren. Was macht man eigentlich überhaupt in der AG so? Also wir lernen mit Behinderten umzugehen, also wir kochen zum Beispiel mit denen. Okay, danke. Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkismühle. Eine Schule mit Courage und ohne Rassismus. Dass die Integration von Flüchtlingen hier ganz groß geschrieben wird, versteht sich von selbst. Auch hier wäre Integration. Hä? Was ist das? Wow. Was soll das denn? Nee, brauchen wir nicht. Gehen Sie ja morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Wir haben heute Morgen hohen Besuch bei uns im Studio, keine geringere als unsere Schulleitung Frau Krischuchner. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben heute Morgen verschiedene Themen bei uns in der Sendung behandelt und uns interessiert aber dennoch, was für Sie die Besonderheit dieser Schule ausmacht. Ja, also die Besonderheit dieser Schule besteht für mich in der Vielfalt, die diese Schule lebt, und zwar Vielfalt in positiver Hinsicht, dass wir uns wahrnehmen, so wie wir sind, mit unseren Stärken und Schwächen, dass wir unsere Stärken hier im Unterricht, in überunterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angeboten leben und ausleben können, aber auch dann gemeinsam an unseren Schwächen arbeiten. Und das gibt zusammen eine Schulgemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und voranbringt. Und wie würde man an dieser Schule mit Mobbing umgehen? Wir gehen an dieser Schule so damit um, dass wir Mobbing vermeiden wollen. Das heißt, wir haben viele Präventionsprojekte von Klassenstufe 5 bis 13, die implementiert sind in den einzelnen Klassenstufen. Wir haben externe Partner hier vor Ort, auch in dieser Themenwoche, zum Beispiel in dieser Projektwoche. Wir haben feste Zeiten, wo das Thema ist. Und wenn uns Vorfälle von einem intoleranten, respektlosen Umgang miteinander zur Kenntnis kommen, und dann gehen wir konsequent nach einem festgelegten Schema vor und nehmen natürlich die Unterstützungsangebote wahr. Wir haben Streitschlichter an dieser Schule, wir haben ausgebildete Schülermediatorinnen und Mediatoren, die hier hilfreich zur Seite stehen. Wir haben Erwachsene, unsere Lehrermediatoren, die auch eine besondere Ausbildung haben, geschult sind und auch gecoacht werden bei ihrer Tätigkeit, die sich einbringen können. Wir haben die Schoolworkerin Frau Wolf, die sich hier sehr einsetzt, die Vertrauenslehrer. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Maßnahmenprogramm und mit einem offenen Ohr für die Probleme und Belange der Eltern, Schüler und auch der Lehrkräfte zu einem harmonischen Miteinander kommen, wo Mobbing ganz hinten steht. Das ist unsere tägliche Arbeit und da arbeiten wir alle zusammen dran. Dann vielen Dank für das nette Gespräch und wir schalten zu meinem Kollegen Derek Kilgore nach Kalifornien mit dem Wetter. Vielen Dank, Elaine. Und WhatsApp von Kalifornien. Und jetzt ist das Wetter. In St. Ingbert ist es minus 31 Grad mit Tornadogefahr. In Saarbrücken ist es 12 Grad und es ist heiter bis wolkig. Und in,
In Wadern ist es 45 Grad und vergessen nicht an Sonnenschutz zu denken. Und in Landsweiler Reden ist es 13 Grad und mit Graupelschauer. Und zurück zu Türkis Mula. Okay. Tschüss. Am Ende der Sendung angelangt. Ich möchte mich hiermit nochmal bei allen Beteiligten der Sendung bedanken. Dich werden wir ja morgen wiedersehen. Genau, und morgen bringe ich auch noch Shawn Mendes mit. Aufregend. Ebenfalls morgen. Ich kann mein Glück noch gar nicht fassen. Frau Weiß kommt ins Studio. Und schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt GNTA Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Ach, jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. Ja. Big like. Come on.